Pokémon ist es nicht der Fall. Sonst hätte ich ja gesagt, dass du mal Pokémon noch Streamer spielst oder Sonic.exe oder so. Ne, Pokémon. Eher weniger. Ich habe früher gern Pokémon gespielt, aber jetzt nicht mehr. Warum denn? Weil Baum. Ja. Aber... Wobei, ich habe mir vor kurzem habe ich mir mal Pokémon Rot geholt und gespielt. Ich meine, die neue Generation sind ja jetzt nicht unbedingt schlechter als die alten. Nee, ich habe Rot. Pokémon Rot. Nicht Feuerrot oder sonst irgendwas, sondern Rot. Ja, Rot, ich weiß, Rot. Ich weiß, der allererste, ich habe Gelb Let's Played. So ist es ja nicht. Hab da auch probiert, alle Pokémon, alle 151 auf Level 100 zu bringen. Aber das habe ich dann doch in der Hälfte sein lassen. Das sind, glaube ich... Ne, eben seit die Pokémon erweitert haben, von 151 auf, was weiß ich, 4.360.000 oder so. 600 noch was oder so. Ja eben, also nach 151 habe ich aufgehört und da war mir das dann zu blöd. Weißt, ich kenne alle 151 Pokémon auswendig, die ersten, und dann kommen neue und dann habe ich gesagt, leckt's mich doch am Eis und dann... Naja, ich meine, heutzutage geht es nicht mehr darum, alles zu sammeln. Es geht eigentlich darum, dass du halt dein Team da zusammenstehst, das da haben willst. Ja, aber ich sammle ja gerne alles, das ist es ja. Ja, dann sammelst du halt 600, dann hast du halt was zu tun. Ist auch gut. Oh, super. Aber dann wieder alle auswendig lernen von vorne und so. Du musst doch nicht alle auswendig lernen, das ist doch Blödsinn. Das ist richtig. Ich meine, ich weiß auch nicht von den 150 alle auswendig. Einer bis zum Sieg. Okay. Was, ich habe nur eine Edition und wegen 149 gefangene Pokémon. Ich will da nur noch einer bis zum Sieg. Zwei fehlen dir, Deggy. Zwei. Ja, nein, Mewtwo es gibt nicht zählt 900, ja nicht. Ich wüsste nicht, dass es 900 Pokémon gäbe. Es gibt, warte, ich kann dann kurz nachgucken. Oh. Telefon, da ist halt einer wichtig. Es gibt 720 Pokémon, nicht 900. Bei 900 sind wir noch nicht angekommen, es ist aber nur noch eine Frage der Zeit. Mew zählt natürlich. Mew zählt. Nee, also Mew. Ich hätte das jetzt auch nicht unbedingt mitzählt. Doch, Mew brauchst du, um das Zertifikat zu bekommen. Du brauchst es. Ich meine, wenn du Rot inzwischen kannst du ja auch einen Emulator spielen, dann kannst du es ja auch mit einem Gameshark holen, das oder mit dem Mew. Es gibt ja Mew-Trick. Das ist ja nicht das Problem. Mew kannst du ja auch legal holen. Du nutzt halt den Trick und fertig ist. Also, weißt du welchen Trick? Ich meine, Korax. Nee. Also, du kannst Mew auf einer bestimmten Route, kannst du Mew fangen, indem du einen Glitch ausnutzt, der in den Spiel vorhanden ist. Ah, okay. Ist aber ein bisschen komplexer, glaube ich, den auszuführen. Und da musst du einen bestimmten Trainer nicht besiegen und was weiß ich was alles. Also ich habe das nie benutzt. In meinem Let's Play damals habe ich da einfach halt das mit dem Game Shop geholt. Was ist denn Mew? Was ist denn ein Pokémon? Mew? Pokémon. Kennst du nicht Pokémon? Yum yum. Yum yum oder wie auch immer. Yummy. Ja, egal. Ich sag Yumi. Was Mew bekommst du denn durch Freischaltung, Cheat oder Glitch nicht bei der ersten Generation Edition? Ja, Glitch. Na klar, Glitch. Machst einfach den Glitch und fertig ist. Ah, okay, doch, aber das ist schon einige Jahre her. Ja, trotzdem. Erinnert man sich da drin. Also Pokémon habe ich früher halt die rote Edition gehabt. Ich hatte sogar die blaue, dann habe ich aber die verloren. Jetzt habe ich nur noch die gelbe rumliegen. Apropos, es kann sein, dass jetzt dann gleich mal klingelt und ich kurz weg muss. Meine Kaffeeholer kommen dann. Ja. Die Kaffeeholer. Und Gold, Silber und Kristall habe ich sogar, glaube ich, noch irgendwo rumliegen, alle Editionen.
Oh, der Keller dauert so ewig. Hallo Decki. Hallo Decki? Ja, ich habe das ja noch nicht gesehen. Ach so. Wobei ich sagen muss, Korax Pokémon ist ja nun wirklich nicht deine deine Altersklasse, von daher. Ja, Pokémon ist eigentlich genau meine. Ich bin noch älter als Korax. Da weißt du immer noch bei meiner Mama. Ich wohne heute immer noch bei meiner Mutter, das ist nicht schlimm. Das ist noch härter. Na, ich nicht. Nee, schon seit 14 nimmer. Ich bin mit 8 ins Heim gekommen, also von daher. Nee, mich hat die gute Frau damals rausgeschmissen. Oh, naja, bei Rot und Blau. Hier sind Pokédo. So. Nee, ich bin mit 14, hat mich die gute Frau rausgeschmissen. Bei Rot und Blau kostet halt nicht Mühe, um das Zertifikat des 350 Pokémon gefangen. Sonst wäre ja auch der Pocket 6 und anfangen müssen. Und das Lustige ist, ich bin von meiner Familie inzwischen der Einzige, der überhaupt arbeitet. Decki, du brauchst Mio, um den Zertifikat zu bekommen. Du musst ja den Pokédex vollständig vervollständigen. Ja, du musst alle 151 Pokémon fangen und dann kriegst du das dumme Zertifikat, was eigentlich gar keinen Sinn hat. Wo ich mich damals in der Spiel übelst aufgeregt habe. Stell dir mal vor, du würdest das legal alles gemacht haben. Ich habe hier ein Zertifikat an der Wand hängen von Ricola. Ricola! Ey, ohne Scheiß, ich habe wirklich ein Zertifikat von Ricola hier an der Wand hängen. Ich war Produkttester. Zertifiziert? Hat deine Firma auch ein Zertifikat? Das wäre es wertvoller. Nee. Also ist deine Firma nicht legal und nicht ernst zu nehmen. Doch, legal schon, aber ohne Zertifikat. Willst du denn nicht auch mal eins holen? Ne, warum? Ja, das macht vielleicht mehr Eindruck bei Kunden. Ja, meinst du, ich will da 20.000 Franken zahlen? Ich weiß nicht. Ich bin ja noch nicht mal im Handelsregister eintragen. Dann gehst du nach Frankfurt, dann hast du genug Franken. Ne, eben, ich bin ja noch nicht mal ins Handelsregister eingetragen. Ja, ich glaube nicht, dass du da so viel Umsatz machst, dass du das machen müsstest. Wie ist denn das bei euch? Ja. Was war euch in der Schweiz mit dem Umsatz? Was habt ihr denn da für Grenzen? Ab 100.000 musst du im Handelsregister stehen. Und wie viel Euro ist das? Keine Ahnung, 95.000? Schwankt ja immer. Das ist, glaube ich, bei uns auch ungefähr so. Die Spanne. Ich habe das eigentlich gelernt, aber ich weiß es nicht mehr. So. Ja, das ist sowas, das Wirtschaft ist halt langweilig gewesen. Das Coole ist, in der Schweiz, wenn deine Firma unter 100.000 im Jahr verdient, dann musst du nicht einmal Steuer zahlen. Nee, ich glaub. Ich zieh in die Schweiz. Also Mehrwertsteuer musst du keine zahlen. Ja, das hast du aber auch in Deutschland. Alle natürlich schon. Glaube ich. Ja, dadurch kann ich natürlich meine bezahlen. Preise recht tief bleiben, da ich keine Mehrwertsteuer zahlen muss. Spieldecker für mich. Korax, willst du einen Auftrag haben für 100.000 Euro? Nein. Wieso nicht? Ich habe letztes Mal schon eine Firma angeschrieben. Ich weiß, Movax sagt euch wahrscheinlich nichts. Das ist wie so Bundeswehrbetrieb. Die, wo die Autos und so restaurieren und wieder herrichten und reparieren und bauen und so. Und die haben mir Anfrage geschickt, also der Firma, ob ich den Support übernehmen will von sämtlichen Computer in der Firma. Ich bin im Moment nur am überlegen, ob ich es mache oder nicht. Hm. Aber ich glaube jetzt eher... Festes Einkommen halten. Ja, festes Einkommen habe ich jetzt auch schon mehr oder weniger. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich hier mal runterfalle. Pass auf, Quarks wird noch irgendwann so abgehoben durch diese Deals, dass er dann. Naja. Nee, sicher nicht. Nee, das ist was ich mir geschworen habe.
dass er jeden, den er zuschaut, immer 500 Euro jeden Tag spendet. Nee, ich habe mir geschworen, dass ich sicher nicht abgucken werde. Na, pass auf, irgendwann hat er 3, 4, 5, 6, 8.000 Follower und dann... Was? So weit. Ich hab's nur das geschworen. Schlein? Wer ist das? Kann man das essen? Nee. Ganz sicher nicht. Es geht aber schnell, dass man gucken kann. Nee. Nicht, wenn man sich wirklich unter Kontrolle hat. Und nicht unbedingt, wenn du jetzt unbedingt die du ja eigentlich normalerweise hast. Minecraft ja, ist eine Ausnahme. Richtig. Wenn man die normalen Spiele spielt, was ich spiele, dann kriegt man eh keine Follower. Also von dem her. Frag mich mal. Ich habe gerade nur mal vor zwei laufen und da kommen kaum Leute. Nee, ich will eigentlich auch gar nicht so viel Follower haben. Also so wie es jetzt ist, wäre es eigentlich perfekt. Und wie gesagt, auf die Minecraft-Follower bin ich gar nicht so scharf. Dito. Ich mache ja jetzt nur Minecraft, weil ich ja mit euch zusammen spiele, fertig aus. Nee, vor allem die meisten, also nicht alle, aber die meisten Minecraft-Follower sind einfach Kinder ohne Benehmen. Also, Klein, ich. Ich bin 23, mein Freund. Genau, ja. Ich bin alt. Er ist alt. Ich bin älter. Ja, ich auch. So, wo ist der Kies? Da ist Kies. Na, danke. Bitteschön. Na, danke. Nee, wie gesagt, die meisten, also nicht alle. Jum, unsere 12-jährige Schatterin. Ach, Rin? Ich habe überlegt, das wäre er. Ich habe keine Ahnung. Deggy. Ah, Deggy ist da. Wir wissen es ja noch nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Nee, also ich bin der Meinung männlich, oder? Was? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Eine Umwandlung oder sowas? Wer? Yumi. Achso. Naja, es gibt doch gar nicht so viele weibliche Minecraft-Spiele, oder? Ach, so viele. Mein Deck. Da bin ich ein R. Ah, jetzt so. Wie kommt ihr jetzt auf sie? Wie kommt ihr jetzt auf sie? Hilfe! Boah, ich war schon ein bisschen verwirrt hier. Ja, man kann das nicht aus dem Nicknamen herauslesen meistens. Hey, Kitty und Mito sind die einzigen weiblichen hier. Mito ist weiblich? Was? Das habe ich mich auch damals gefunden. Das wusste ich gar nicht. Warum sagt mir das keiner? Ich dachte, der wäre ein Mann. Mito ist weiblich und Revonza zusammen. Oh, okay. Ich habe immer gedacht, umgekehrt. Weil Stein, Kopfstein. Warum sagst du mir das eigentlich nicht? Ich dachte, wir wären männlich. Mein Mito ist so ein Name, der klingt voll nach Mann. Irgendwie. Finde ich. Ja, ist doch so. Ich höre das Video nicht. Hoffentlich hört das Video nicht. Oh Mann. Kohle. Erde. Das ist schlimm. Nickname, das kann man nicht so daneben liegen und schmieren. Ja, voll. Na, dann müssen wir zwei. Klein habe ich auch zwei. Clarissa gedacht. Also, damals sogar zwei Frauen in der Gruppe. Ich habe mal bei jemandem immer zu ihm angeschaut und da war immer Toni dabei und dann ich habe den immer mit er angesprochen. Und irgendwann, ganz sehr spät, kommt dann mal so Information so von wegen, nee, Toni ist eigentlich sie und dann der über, what? What? Oder soll man mit rosa Watte Bällchen werfen? Lessons mit rosa Watte Bällchen spielen. Ja, aber sorry, Toni ist dann wirklich mal verwirrend, oder? Ja. Yeah. Von Antonio wahrscheinlich oder so. Ja. Anton. Der Anton aus die Halle. Also wenn irgendwo mal ein weiblicher Anton rumläuft, dann höre ich auf zu streamen und dann begrabe ich mich irgendwo. Naja, kommt drauf an, wenn der eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat. Es langt ja schon, dass die Leute jetzt alle wie Städte heißen. Mein nächster Sohn heißt München.
Ja. Es gibt doch jemanden, der Facebook oder nicht? Antonio, Tony.